Wird in Hamburg bald die ganze Physik revolutioniert? Die dunkle Materie ist wohl das größte Rätsel der modernen Physik. Manche Fachleute vermuten, dass sie aus den sogenannten Weakly Interacting Massive Particles bestehen, kurz WIMPs. Dabei handelt es sich um extrem massereiche Teilchen. Anderer Meinung ist man aber am deutschen Elektronensynchrotron, dem DESY in Hamburg. Hier wird mit einem spektakulären Experiment bald nach besonders leichten Partikeln gesucht. Und mit diesen Teilchen kann Licht durch Wände scheinen. Wie bitte? Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein super spannendes und einzigartiges Forschungsprojekt am deutschen Elektronensynchrotron, dem DESY in Hamburg. Es heißt ALPS 2 und das steht für Any Light Particle Search. Hier suchen internationale Forschungsteams eine Antwort auf die vielleicht spannendste Frage der modernen Physik. Welche Eigenschaften machen die geheimnisvolle dunkle Materie aus? Für das neue Experiment wurde jetzt am 28. Oktober 2019 der erste von insgesamt 24 supraleitenden Magneten installiert. Die spannende Suche nach den besonders leichten Teilchen findet in einem bestimmten Abschnitt des Beschleunigertunnels am Forschungszentrum in Hamburg statt. Gesucht werden Teilchen, die, Achtung, Licht durch eine Wand scheinen lassen können. Moment, wie bitte? Ja, Licht, das durch eine Wand scheint. Ein möglicher Kandidat ist das sogenannte Axion, ein Teilchen, das bisher nur in den Köpfen der Fachleute existiert. Diese Teilchen gehören nicht zum Standardmodell der Teilchenphysik, doch mittlerweile werden sie von vielen Forschungsteams weltweit als die favorisierten Kandidaten gesehen. Wenn sie existieren, könnten sie milliardenmal leichter sein als ein Elektron, dafür aber umso zahlreicher. Wenn diese Teilchen tatsächlich existieren, dann müssen sie sich durch den Einfluss eines starken Magnetfeldes ab und an in Lichtteilchen umwandeln und umgekehrt. Und diese sogenannten Photonen könnten in dem Hamburger Experiment nachgewiesen werden, so die Hoffnung der DESY-Fachleute. Dazu heißt es auf der Webseite des Forschungszentrums, ein Beispiel ist das Axion, das ursprünglich zur Erklärung von Aspekten der starken Wechselwirkung einer der fundamentalen Naturkräfte postuliert wurde. Es gibt auch rätselhafte astrophysikalische Beobachtungen in der Evolution von Sternensystemen, die sehr gut durch die Existenz von Axionen oder axionähnlichen Teilchen erklärt werden können. Bereits in den Jahren 2007 bis 2010 wurde am DESY nach diesen extrem leichten Teilchen gesucht, doch die Experimente blieben ohne Erfolg. Mittlerweile aber ist die Messtechnik verbessert worden. Nun soll sie 1000-mal empfindlicher sein als damals. Ermöglicht wird das durch die größere Länge der Magnetstrecke und durch die Optimierung der optischen Technologien. Konkret sollen die Axione durch den Einsatz von 24 Magneten aufgespürt werden, die jeweils 9 Meter lang sind. 12 von ihnen sind auf der einen Seite einer dicken Stahlwand aufgestellt und die anderen 12 auf der anderen Seite. Hinzu kommt ein Lasersystem, das einen Strahl aussendet, der zudem durch 2 sogenannte Resonatoren im Inneren des Magnetfeldes verstärkt wird. Das so erzeugte Licht wird nach Hoffnung der Fachleute somit zumindest zu einem kleinen Teil in Teilchen der dunklen Materie umgewandelt. Diese Axione sollten dann auch kein Problem mit der Wand haben, die vor der anderen Hälfte von ALPS 2 steht. Es handelt sich um eine eben lichtblockierende Barriere, die aber von Axionen oder ähnlichen Teilchen passiert werden kann. Im Gegensatz zu den Photonen, also den Lichtteilchen allerdings, so die Annahme des DESY-Forschungsteams. Der zweite Resonator sorgt dafür, dass die Teilchen der dunklen Materie wieder in Licht umgewandelt werden. Spezielle Detektionssysteme könnten dieses winzige Signal dann erfassen, wenn das tatsächlich so passiert, wäre das endlich der Beweis für die dunkle Materie und das würde die gesamte Physik revolutionieren. Das Projekt ALPS 2 findet übrigens in einem Tunnelabschnitt statt, in dem in der Vergangenheit der Teilchenbeschleuniger von DESY stand. Auch die genutzten Magneten werden zweitverwertet. Ursprünglich sorgten sie dafür, dass Protonen durch den Ring getrieben wurden. Durch einen Umbau und die Entfernung ihrer leichten Biegung wird jetzt gewährleistet, dass sich das Licht ungehindert durch sie ausbreiten kann. Ein gutes Beispiel also für Recycling in der Forschung und was das Projekt auch vergleichsweise günstig macht. Zum Fortschritt des Projekts sagt Axel Lindner vom DESY, es ist wirklich aufregend zu sehen, wie das Projekt, an dem viele von uns seit so vielen Jahren arbeiten, endlich im Tunnel Gestalt annimmt. Wenn die Installation und die Inbetriebnahme wie geplant verläuft, können wir die Messung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 starten. Der Zufall, das Universum und du, schaut mal bei dem extrem spannenden Kanal Skeptics in the Pub vorbei, also anklicken, anschauen und wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.